Servus zusammen. Ich habe von Brooks einen Schuh zum Testen bekommen. Und zwar den neuen Hyperion Max. Grüße an Achim an der Stelle. Und ich dachte, ich zeige euch den mal ein bisschen und nehme euch dann auch auf eine kleine Trainingseinheit mit. So sieht der Schuh aus. Hat relativ viel Dämpfung bekommen. Das ist die DNA Flash, nennt sich das. Wie es ja auch schon beim Hyperion Tempo zum Einsatz kam. Und ja, der Schuh hat hinten eine recht markante Ferse, was für einen schnellen Übergang von Ferse zu Vorfuß sorgen soll. Geht's los. Aber jetzt, das Wetter will jetzt nicht so mitmachen, weil es fängt jetzt an zu regnen und ich glaube, so wie es da hinten aussieht, dass es jetzt auch bald schüttet. Aber wir sind ja nicht aus Zucker und wir ziehen es durch. Also er muss es vor allem durchziehen. Und ich gebe die nötige Motivation, so wie immer. Die ersten 3 Minuten sind geschafft. Schnitt war ungefähr 3:01. Hat genau in dem Moment richtig angefangen zu regnen. Jetzt schauen wir mal, ob das Wetter besser wird. Und ja, 1 Minute Trabpause. Geht gleich weiter mit 6 Minuten. Ja, das ist echt eklig. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So, die 2 Kilometer, die 6 Minuten waren jetzt genau 2 Kilometer. Ungefähr 3:04er Schnitt. Was bei dem Wind. Also die Bedingungen sind wirklich nicht so. Es windet sehr, sehr stark und es regnet immer noch. Aber der Jens ist noch gut drauf. Super drauf. Und jetzt nochmal 9 Minuten gegen den Wind und dann in der Theorie 12 Minuten mit Rückenwind. Aber die Praxiserfahrung zeigt ja meistens, dass man beide Richtungen Gegenwind hat. Deswegen, ja. Aber mit genug Hope, hier Tree of Hope. Kommt man durch jede Session durch. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job. 9 Minuten, Schnitt 3:11. Und meine Annahme hat sich bewahrheitet, dass auf dem Rückweg genauso gegenwindig wie hinzus. Ja. Und noch 12 Minuten, der längste Abschnitt. Und dann nochmal 2 kurze. Und dann auch voll drin. Oh Leute, ich verdiene heute echt einen Preis. Also, beste Uberleiter, piepst du was.
als beste Begleitung, weil mir ist arschkalt. Meine Nase läuft, meine Hände sind arschkalt und das schüttet ihr aus Kübeln. Ja. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Shit on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. 12 Minuten, bei Elferschnitt. Am Ende nochmal ein bisschen gepusht. Aber lief eigentlich ganz gut. Zwei kurze Belastungen und dann können wir auslaufen. Wetter hat sich ein bisschen gebessert. Es regnet nicht mehr. Wind ist auch nicht mehr ganz so stark. Und ja. Schuhe laufen sich echt gut. Ich mache nachher noch mal ein kurzes Fazit dazu. Und ja, weiter geht's. Minuten, 2,59 Schnitt, läuft. Jetzt noch ein bisschen schnellere Pace aufgreifen in den letzten und dann ist gut gegangen. 2 Minuten zum Schluss, habe jetzt den Schnitt leider gar nicht gesehen, aber war Pi mal Daumen mit 2,50 und ja, damit geht es jetzt ans Auslaufen und ja. So, das Auslaufen ist jetzt auch geschafft. Wenn man jetzt nur die Belastungsintervalle nimmt, waren es jetzt gute 35 Minuten im 3,07er Schnitt. Bei den Wetterbedingungen und dem Wind bin ich eigentlich damit sehr zufrieden. Und ja, generell war diese Woche sowieso eher Entlastung. Deswegen wollte ich jetzt heute nicht überziehen, nicht zu stark pushen. Und ja, Schuhe haben sich echt gut gelaufen. Ich muss sagen, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil die doch hinten sehr, sehr steil hochgehen. Dachte ich, dass es sehr stark auf die Ferse geht. Dem war nicht so. Man kann damit auch echt gut Vorfuß laufen. Und gerade jetzt bei schnelleren Geschwindigkeiten, so 3,15, 3,10, hat er sich eigentlich sehr stabil angefühlt. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie wegknicken würde. In Kurven war er auch sehr... Jetzt nicht weggerutscht, auch trotz nasser Straße. Und alles in allem ist das, glaube ich, echt ein sehr, sehr guter Trainingsschuh für gerade solche schnelleren Läufe, so im Bereich ja, 3,30, 3,15. Und ja, ich werde jetzt im Trainingslager dann auf jeden Fall nochmal einen Härtetest unterziehen, da auf jeden Fall viele Kilometer sammeln und ja, mal schauen, wie er durchhält. Cooles Feature am Rande noch: Brooks hat bei ganz vielen Schuhen hier vorne so eine Schlaufe, wo man die Schnürsenkel reinstecken kann. Das finde ich echt gut und bitte behalte das bei. Damit ciao und viel Spaß beim nächsten Video.